Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls 1. Wir sind hier unten in Ash Lake und wurden hier das letzte Mal von einer kleinen... Oh, Hashtag Thumbnail, Leute. Hashtag Thumbnail, würde ich sagen. Von einer kleinen Hydra... ja, wie soll man sagen? Ein bisschen verarscht, geprankt, wie man das heutzutage nennt. Hm? Und, ich bin die Klippe runtergefallen. Upsi. Das war dumm. Aber das wird mir dieses Mal nicht passieren. Denn diesmal werde ich vorsichtiger sein und nicht wieder hier rüber stolpern. Da ist die Hydra, da sind unsere Seelewinos. Hier wird gleich Wasserschwein. But I don't give a damn. 19.000, das ist doch ein kleines, nettes Taschengeld. Wir gehen erstmal hier in den Baum rein. Da liegt Stuffy. Ein Drachenstein. Nett. Ja, und wie gesagt, die Hydra kann hier rüberspringen und das wird sie mit an Sicherheit wahrscheinlich, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bald tun. Tut sie's? Komm. Jump. Hydra, jump. I want to see you fly. Fly so high up in the sky. Komm schon. Komm. Nee, sie spuckt gleich nur, oder? Wie immer. Lame. Und springt sie? Oh, wo ist sie? Hä? Jetzt mal ernsthaft. Achso. Oh! Yes! Haha, geil! Sie ist gesprungen! Freunde, sie ist gesprungen! Das ist so nice! Wow, Muschel! Go fuck yourself! Ja, geil! Super gut, ey, Freunde, super gut! Die Frage ist jetzt nur, wie ich das Mistvieh jetzt bekämpfen soll. Egal, ich gehe erstmal weg, da ist eine Kackmuschel, mit der wir nichts zu tun haben. Außerdem liegt da hinten noch ein nices Item, was ich mir gönnen will. Aua. Oh oh. Run, Forest! Die Muscheln hat's erwischt. Ah, mich nicht. Springst du nochmal? Das Vieh springt gleich. Ja, es taucht auf. Es taucht auf, ja. Es taucht unter. Nimmt Anlauf und da fliegt es. Oh! Look at this. Look at this. Isn't it beautiful? Geil. Das ist so geil, Leute. Das ist einfach so geil. Okay, Hydra, es wird Zeit, dass du deine Köpfe verlierst. Nachdem du uns gezeigt hast, was du kannst. Sehr gut, ich bin impressed. Ich bin impressed. Aber was anderes hätte ich auch von einem Drachen nicht erwartet. Come on. Ja, Wasser kannst du erstmal. Damit kannst du dich erstmal gehackt legen. Greif mich mal so an. Ich weiß doch, dass du was kannst. Komm. Jetzt mal keine Müdigkeit vorschützen, ja? Also ein Hydra-Kampf ist immer... so eine Gratwanderung. Oh, shit. Auf den Kopf. Erstmal ein paar Köpfe abschlagen, bis die hier ein bisschen ungefährlicher wird. Komm. Hau mal einen raus. Jetzt hau mal einen raus hier. Boah. Hat sie aber rausgehauen. Okay, trink. Trinky McTrinkenstein. Boah. Mist. Das könnte knapp werden. Oder auch nicht. Sicherheit rollen immer. Au. Excuse fucking moi. Die respawnt ja zum Glück nicht, also von daher ist das alles nicht so schlimm. Alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Andersrum. Ich hacke in die Luft. Lufthacker Akato nennt man mich auch. Der Hydra-hassende Akator. Ja.
Das war ein Kopf. Nee, das ist voll zugleich. Aua. Das hat mich umgewämst. Warum? So krass seid ihr doch nicht. Das Ding ist halt, ich will das abvisieren. Und dann meine Sense beidhändig. Dann mache ich nämlich schön viel Schaden, Freunde. Schön geil viel Schaden. Hier kannst du mich schon mal nicht mehr... Oh, da hat mich noch ein Kopf erwischt. Der wollte das nicht so haben, wie ich das geplant hatte. Okay. I see how it is. Aber das bringt dir nichts, mein Freund. Wie Frendo. La Hydraro. Ich glaube, ich habe den nicht getroffen gerade. Den habe ich aber getroffen. Ich finde es krass, wie viele unterschiedliche Versionen von Drachen es doch tatsächlich gibt. Nicht nur in Dark Souls, sondern auch in echten. In der echten Mythologie. Ja, aha, komm her. Komm doch her! Warum läufst du denn weg? Ich war doch gerade voll dabei. Dich zu punishen. Für deine Arroganz. Ja, und da fliegt wieder ein Kopf ab. Viel Leben hat sich mehr. Ja, das ist kein unbedingt schwerer Kampf, aber ein Kampf, der Ausdauer fordert, auf jeden Fall. Bin ich hier getroffen, wenn ich hier so rum struggle? Ich könnte gerade in den Hals sehen. Da ist schon die Animation für das Abgebrochene. Falls abgebrochen ist. Wo ist es? Wo ist das? Kopf, Kopf, Kopf! Schade. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Eis doch zu. Au. Ich trinke nochmal ein. Mal ein bisschen rumrennen hier. Mist. Das hat nichts gebracht. Ich sollte bei meiner Sense bleiben. Die funktioniert wenigstens halbwegs. Die trifft wenigstens alle 10.000 Mal einmal. Na komm, Mr. Kopfman, Mr. Hydraman. Komm, hau ihn ab! Mist. Aber ich habe gut Schaden gemacht. Das muss man mir zugute halten. Eine Stärkewaffe wäre das ja übelster Pain in the ass. Also mit einer schweren Stärkewaffe. Ja, geil. Steck deine Köpfe einfach 10 Kilometer weit weg in den Sand. Kann ich kurz verwechseln? Ja, das ist sehr nett, danke. Aha, damit kann ich dich vielleicht doch besser treffen. Mit dem Silver Knight Spear, der die Reichweite eines Gottes hat. Denn ich bin ein personifizierter Gott. Ich meine jetzt... Außerdem hat mein Dark Souls Avatar, der so wunderbar von Kristallflamme gezeichnet wurde, auch ein Speer in der Hand, also sollte ich diesem Theme treu bleiben. Und ihr seht ja, mit dem Speer geht es doch um einiges besser. Ja, come on, du bist down. Yeah, you are down. Und Seelen, 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 Drachenstein und Seelen. Nehme ich gerne Drachenstein und Seelen. Und dann nehme ich mir da hinten noch das Item. Was ist es? Es ist ein Drachenstein, noch einer. Ja, damit kann man die Drachenwaffen upgraden. Okay, hier ist nichts. Schade. Oh, ja, ne? Und das ist geil im Prinzip. Das ist relativ geil. Also ich will mir erstmal die Items da hinten snacken. Sonst respawnen die Muscheln wieder. Und dann ist wieder... Dann ist wieder Muscheltime. Und das möchten wir ja nicht. Und hier in diesem großen Baum... Das ist unser nächstes Ziel. Das ist aber allerdings kein Weg. Das wäre ziemlich geil, wenn das der Weg nach oben wäre quasi. Also du kommst quasi bei dem Baum kommst du nach unten und bei dem Baum kommst du nach oben in ein anderes Gebiet. Das wäre noch, oh, das wäre sick, Leute. Das wäre relativ sick.
Aber das ist leider nicht der Fall. Du kannst tatsächlich in dem ersten Baum, in dem wir reingegangen sind, auch wieder nach oben klettern. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr friedvoll aus. Aber, ja. Funkel Titanite. Sick. Aber wir haben ja genug Funkel, um das hier komplett abzugraden, ne? Wir müssen das nur mal machen. Können wir uns zu dem Leuchtfeuer eigentlich wieder zurück teleportieren? Zu Ash Lake? Ich bin mir nicht sicher. Man kann sich, glaube ich, nicht zu jedem Leuchtfeuer teleportieren und das ist schade. Ich werde mal zum Leuchtfeuer gehen und mal gucken, ob ich mich dann nicht zu Andre teleportieren kann und da nicht mein Speer voll aufgraden kann. Das wäre nämlich geil. Ja, lol. Ich kann das direkt hier am Feuer machen. Okay, dann machen wir das hier am Feuer. Bada boom, bada bang, bada boots. Bada boom, bada bang, bada boots. Wir haben einen neuen Speer. Wir haben einen geilen Speer. Wir haben einen besten Speer. Der beste aller Speere. Wollen wir noch was machen? Kristallhellebarde habe ich auch schon bei jemandem gesehen, dass sie richtig krass scheiße geil ist. Aber ist auch eigentlich gut für ein Decksbild, ne? Wenn man das mal so sieht. Guck mal, jetzt gucken wir uns die mal an. Kristallhellebarde. Das wäre schon mal. Die wird, glaube ich, ganz schön gehypt. Vor allen Dingen, die macht null abgegradet schon so viel Schaden wie unser Silberritterspeer. Crazy! Was kann denn die? Die kann einmal poken. Natürlich macht er wieder einen Ausfallschritt dabei, ne? Das ist eigentlich ganz geil. Kann swirbeln. Einmal geswirbelt. Zweihändig. Auch so ein Poke mit Ausfallschritt. Und auch so ein Pergolino. Die ist eigentlich ganz geil, oder? Die Hellebarde. Ich kann mal ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Waffe verstärken, Kristall. Dafür brauchen wir natürlich graue Brocken, aber das ist ja überhaupt kein Problem. Ich sehe das Problem nicht. Chromsäbel wären auch cool irgendwie. Das ist auch decksmäßig. Skates auf B. Nee, nee, ich will es nicht. Ich will es doch nicht upgraden. Ich will mir nur mal angucken, was die können. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen interessanten Waffen. Immer auf der Suche nach neuen geilen Waffen, die auch was können. Hier, Falkion und Krummsäbel sind. Die scalen beide mit B. Falkion macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Sehr schnelles Schwert. Sehr cool Move. Okay. Aber ist natürlich jetzt nicht mehr repräsentativ. Krummsäbel? Auch geil. Ich glaube, Krummsäbel ist so. Ja, Krummsäbel und Falkion sind so eins. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, lieber das Falkion upgraden. Wenn ich das denn machen würde. Aber ich will natürlich erstmal die Hellebarde, die Kristallhellebarde. Ich will die mal ein bisschen upgraden. Come on, warum nicht? Wenn die so gehypt wird von allen, dann muss da auch irgendwas hinterstecken. Das muss auch irgendeinen Grund haben. Machen wir hier mal. Plus eins hier. Machen wir graue Brocken. Ja, auch kein Problem. Ich glaube, das geht eh nur bis 5. Eine graue Scholle. Ach komm, warum nicht? Yay! Kristallwaffe. Yay! Jetzt haben wir eine Waffe, die mega viel Schaden macht einfach. Ja, lol. Und die ich nicht mal wollte eigentlich. Und wir können sogar noch ein Level up machen, fällt mir gerade ein. Auf. Wenn wir noch genug Seelen haben. Aufsteigen, da machen wir mal. Machen wir Vitalität. Machen wir da erstmal die 30 voll, würde ich sagen. Wollte ich nicht auf Kondition eigentlich die 30 erstmal voll machen? Egal. Leute, I don't care. Wir machen beides einfach. Wir machen einfach beides. Überhaupt kein Problem. So, und dann hoffe ich mal, dass hier ein paar sweete Gegner sind. Ja, wir können es mal an den Muscheln da ausprobieren. Unsere gute Kristallwaffe. Die scaled ja auch mit nichts, ne? Also nicht so richtig. Die hat irgendwie, ja, D und C Scaling. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. Ist jetzt nicht unbedingt eine Quality, also ja, vielleicht mehr eine Dex-Waffe als eine Quality-Waffe. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr mit der Waffe gesammelt habt oder ob ihr überhaupt das Ganze mal ausprobiert habt. Wow. Okay. Alter. Okay, Schaden ist da. Kann man? Ja, kann man. Man kann es noch buffen. Das ist
Das ist ja schon mal ganz sick. Hey, Mr. Clam. Okay, und man kann die Gegner gut staggern auf jeden Fall. Ich bin die Waffe halt bloß nicht gewohnt, deswegen habe ich mich gerade ein bisschen dumm angestellt. Das Problem ist halt, dass man diesen blöden Ausfallschritt macht und das nervt mich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht noch zu wenig Stärke habe oder so, aber eigentlich 16 Stärke fordert das. Ja, da habe ich gerade mal, glaube ich. Ich glaube, bin gerade erst auf 16. Aber irgendwie ist das komisch und ich habe da auch noch keine Solution gefunden, woran das liegt, dass der da so einen Ausfallschritt macht. Weil normal ist das, glaube ich, nicht. Vielleicht wirklich an einem Wert, der einfach zu niedrig ist. Aber hier... Okay, dann macht er das auch. Naja, mal schauen. Aber wenigstens habe ich noch Fast Roll. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Das ist schon mal ganz gut. Und hier führt noch ein Schlangenpfad lang. Und hier führt noch ein Weg in den Baum hinein. Leute, was geht denn in diesem Baum? Niemand weiß es. Ich bin festgesteckt. Ich bin festgesteckt? Was? Ja, doch. Nee, eigentlich nicht. Was ist hier in diesem Baum? Ein Frogonator! Oh mein Gott! Hilfe! Ich bin fast runtergefallen. Kamera, danke dafür auf jeden Fall. Okay, der macht weißen Stuff. Hey, Frogonator! Die! Burn in the flaming hell! Oh Gott, Kamera! Please! Die passt sich hier die ganze Zeit alleine an. Was ist da los? Ja, okay. Das sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Ich weiß nicht, was da schief gehen sollte. Da sind noch mehr Frogonator. Hey, Frogonator! Fuck you. Haha, es sind meine Flammen gesprungen. Was ein Idiot. Okay, und da ist ein Big Pilz. Ist hier nur einer? Ich hoffe mal. Hey, Mr. Big Mushroom Boy. Alter, geh den Schaden an. Ja, Schaden ist gut. Reichweite ist okay, würde ich sagen. Nicht die beste aller Zeiten. Jetzt probieren wir aber mal hier unseren geilen Silberritterspeer aus, den wir extra aufgegradet haben. Und ich habe die... Sorry, Bro. Ich habe deine Statue zerstört. Das tut mir leid. Versteckte Wand hier irgendwo? Oh, sieht schlecht aus. Guck mal, das ist nämlich geil. Da macht er zack und kann sich direkt wieder zurückziehen. Das ist schön knackig, schön schnell. Schön geil. Ich kann man übrigens... Komm hier hoch? I don't know. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier hinten. Hä? Macht das Sinn? Eigentlich nicht, oder? Kommen wir jetzt nur wieder da raus, wo wir denn schon lang gegangen sind. Aber da muss man ja irgendwie hochkommen, Leute. Da muss man irgendwie hochkommen. Da liegt doch ein Item. Wir brauchen übrigens auch noch, also wir müssen auch noch, nochmal in den großen Baum. Da liegen auch noch Items, beziehungsweise sind da noch ein paar geile Käfer, die ich haben möchte. So, wie kommt man jetzt darüber? Hier lang. Vielleicht. Nee, da kann man ja nicht hochklettern. Oder kommt man von oben irgendwie dahin? Excuse me. Oder muss man springen irgendwie hier? Hui. Nee, das funktioniert nicht. I don't know. Please, tell me. Okay, wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Sonst würde ich das zum nächsten Mal als einfach nachgucken. Oh Gott, wieder hier lang. Help me. Diese Stelle, Alter. Die Kamera ist der größte Feind dieser Stelle hier. Da hinten ist eine Muschel. Man sieht sie schon. Guck mal, da unten ist ein... Oh, kann man da hin? Was meint ihr? Kann man da hin? Oh, was soll ich mal ausprobieren? Ich habe Angst. Leute, ich habe Angst. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich bin zu schön zum Sterben. Ich glaube, man kann da nicht hin, oder? Kann man da hin? Kann man da hin? Kann man da nicht hin? Ja, man kann da hin! Ja, lol! Haha, geil! Okay, Secret gefunden! Oh, nehme ich Boss! Oh, da ist das Item! Okay. Verstärkte Zauberbarriere! Oh, it's so useless! Fuck you! Okay. Alter, das war gerade ein bisschen, ist mir gerade das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Das sah so aus, als könnte man da irgendwie hin. Es könnte aber auch einfach nur eine Falle sein, dass man da einfach durchfällt.
Es war irgendwie beides möglich. Aber geil, irgendwie geil. Ja, man lebt nie aus, Freunde. Ich wusste ja, dass da ein Item ist, aber ich dachte halt, ja, man muss ja von oben hinkommen. Was man da tatsächlich von unten da so ein bisschen... Das ist schön, das ist schön. Ja, das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Und für genau solche Sachen lieben wir natürlich Dark Souls. Daher Muschel. Alter. Das macht so wenig Schaden. Im Vergleich zum Kristallspeer. Okay. Aber macht nichts. Alles cool. Ich glaube dafür... geil. Dafür ist die Waffe später besser, wenn ich unfassbar viel Dexterity habe. Ja. Mal gucken, wann es soweit ist. Jetzt wird es erstmal weitergegangen hier. Und die Folge hat Überlänge. Nein, Hilfe. Keine Folge darf Überlänge haben. Es ist zu lang. Da gucken die Zuschauer nicht zu. Die Aufmerksamkeitsspanne kann nicht gehalten werden. Freunde. Na gut. Dann verabschiede ich mich jetzt für diese Folge und wir werden beim nächsten Mal sehen, was sich da hinten befindet. Da geht der Weg ja noch eine ganze Weile weiter und was dort ist, finden wir beim nächsten Mal heraus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, tippt fleißig in die Kommentare, was auch immer ihr wollt. Nicht was auch immer ihr wollt, haltet euch an, hier, Dings, hier, ne? Und so. Tschüss!